weitergehen. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. 3D ist hier zu Ende. Und es nutzt auch keine Kehrtwende. Denn die alte Welt, wie wir sie kennen, zerfällt. Wer nicht an Geister glaubt, der kann auch nicht an seinen Glauben. Der merkt nicht, dass ihn oftmals dunkle Energien berauben. Der nimmt nicht wahr, was er auch sieht, da er die Illusion so liebt. Viele denken einfach nur, sie seien Materie und dies pur. Begib dich dann in andere Kreise, denn ihre Schwingung harmoniert nicht mit deiner. Und dies in ganzer Weise. Jeder ist da, wo er auch sein soll. Deshalb hege wegen dieser Worte keinen Groll. Das Gute ist, dass Angst nur fruchtet bei einem Materialist. Deshalb mache dir klar, wir waren schon immer da. Wir sind unsterblich und mehrdimensional und funken nicht nur auf einem einzigen Kanal. Befasse dich mehr mit der geistigen Welt, nicht mit der Kirche, denn sie will nur Opfer und dein Geld. Sie und andere dunkle Mächte kreierten Falschgötter, drehten alles um und machten die Menschen zu Sklaven und Spötter. Das wahre Wissen wird gedeckelt von Logen. Sie dirigieren schlussendlich alles von uns. Alles ist nur möglich, da die meisten Menschen glauben, sie würden wissen, da das Theaterspiel sehr gut war, wie auch die 3D-Kulisse. Nur können sie nicht stoppen, was gerade kommt. Denn der Vorhang fällt und die Menschheit wird ihn sehen, den Archont. Es wird noch etwas dauern, solange werden sie uns stetig belauern. Sie werden uns so lange nach dem Bewusstsein und dem Leben trachten, bis viele klar das Nein sagen und diese finsteren Wesen entmachten. Dann wird etwas wiederkommen, auf das wir schon lange warten. Himmel, Erde, bedingungslose Liebe und ein voller Garten. In der Mitte werden wir dann sein, verbunden mit der Quelle, dem wahren Licht und nicht dem Schein.